meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mich heute darauf besonders gefreut, weil es mein allererstes Tauschpaket-Video überhaupt ist in den ganzen 2 Jahren, die ich YouTube mache. Und ich mache es außerdem zusammen mit einer sehr, sehr guten Freundin, nämlich mit Mi vom Kanal Nitastic. Und wir haben uns im, ich glaube, Oktober oder November letzten Jahres gedacht, es wäre ja eigentlich mal cool, so ein Tauschpaket-Video zu machen. Und dann haben wir uns in der Zwischenzeit irgendwie 5, 6 Mal gesehen und immer hat irgendwer von uns, meistens wir beide, das Tauschpaket für den anderen vergessen. Also jetzt haben wir fast März und es ist endlich soweit. Also falls ihr sehen möchtet, was ich nie geschickt habe, ihr Video wird unten für euch verlinkt sein und natürlich auch am Ende von diesem Video. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann da auch vorbeischauen würdet. Und ansonsten, wir fangen einfach an. Ich freue mich total, euch zu zeigen, was hier drin ist. Okay, also die erste Sache, die hier drin ist, oh, das ist cool, das ist so einer von diesen Taschenwärmern, kennt ihr die vielleicht? Und Nie hat da drauf geschrieben, damit deine Hände immer warm bleiben. Das sind so kleine Kissen und da drin ist so ein Metallplättchen und wenn man das umknickt, dann wird das Ganze total warm und so kristallisiert irgendwie ein bisschen die Flüssigkeit da drin. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Ich finde das eigentlich voll interessant. Aber die sind richtig, richtig cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die kennt. Dann ist hier drin... Oh, das Zettelchen fällt ab. Verflucht. Ein Coffee-to-go-Becher. Ja, es sind Rentiere und Schneeflocken drauf. Weil wie gesagt, wir haben das Ganze irgendwie schon, ich glaube, im Oktober abgesprochen. Aber es ist richtig, richtig schön. Und Nie hat hier drauf geschrieben... Ein Coffee to go ist ein Must-Have oder als Deko benutzen. Reinschauen. Hier drin ist so Trinkschokolade. Irgendwie am... Hä, voll komisch. So am Stab. Achso, das muss man irgendwie schmelzen oder so? Auf jeden Fall eine Kombination aus Schokolade und Karamell kann schon mal nicht verkehrt sein, egal wie das da funktioniert. Ah, man macht einfach warme Milch in einen Becher und dann rührt man mit diesem Stab die Schokolade da drin um. Voll cool, das kenne ich noch gar nicht. Wird heute Abend ausprobiert. Ha, das ist wie Weihnachten. Ich liebe das. Und es sind noch so viele Sachen hier drin. Das ist so cool. Hier drauf steht jetzt absolute Liebe, dieses Produkt. Und sie hat so ein total süßes Herzchen-Smiley hier drauf gemalt. Das ist etwas von Art Deco. Voll schön verpackt. Ich habe irgendwie, glaube ich, gar nichts von Art Deco. Oder wenn, dann total wenig. Und das ist ein Bronzer. Voll schönes Muster hier drauf irgendwie und mit einem Spiegel und richtig, richtig groß. Der ist so leicht schimmrig. Ich gehe mal kurz drüber. Ich bin bei Bronzern immer so ein bisschen skeptisch, weil meine Haut halt leider total hell ist. Und deswegen sehen viele Bronzer sehr unnatürlich auf meiner Haut aus. Aber ich werde ihn mal ausprobieren und wenn ich nur so ein bisschen davon auftrage, wird das bestimmt gut funktionieren. Nächste Sache. Das ist von Rituals jetzt ein Duschgel-Mousse. Oh, das ist cool. Die wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ich habe die irgendwie schon 2, 3 Mal verschenkt, aber ich glaube, ich habe die noch nie selbst ausprobiert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall steht drauf, damit du nicht mehr stinkst. Spaß. Oh, danke. Danke, das ist so lieb von dir. Yay, endlich was gegen meinen Gestank. Nein, Spaß. Dann hat mir Nie noch eine Kette geschickt und das ist jetzt wirklich witzig, weil wir haben uns ja nicht abgesprochen, was wir uns schicken. Aber ich habe ja auch eine Kette von Topshop geschickt und ja, sie ist irgendwie auf die gleiche Idee gekommen. Und ja, die ist halt blau, wie ihr sehen könnt. Und ich habe sowas in der Art noch nicht und das hat Nie gewusst, weil sie schreibt mir hier drauf mal was anderes. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ganz ehrlich, jedes Accessoire und Kleidungsstück, das von Nie kommt, muss gut sein. Ich kenne kaum jemanden, der immer so gut und cool angezogen ist und so einen tollen Style hat wie Nie. Deswegen, ich werde sie mal fragen, wozu ich das kombinieren soll. Nie, wozu soll ich das kombinieren? Ich weiß es nicht, ich bin zu blöd dazu. Ich weiß nur, dazu passt es nicht. Aber ja, vielleicht habt ihr auch irgendwie Ideen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Aber die Kette ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Oha! Dann habe ich hier gleich so ein ganzes Bündel bekommen an Lippenprodukten. Und da steht jetzt drauf, passend zu deinem YouTube-Namen. Oh Mann, ich hätte auch so Zettelchen draufschreiben sollen auf ihre Produkte. Natürlich bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ma, das ist eigentlich voll cool, das macht voll Spaß gerade. Aber ich muss es leider zerreißen, sonst komme ich nicht an die Sachen dran. Oh, wie ich Tesa liebe. Nicht. Okay, Nummer 1, das ist von Maybelline, einer von den Color Elixirs, heißen die, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Lippenstift,
Lipgloss-Ding. Und ich habe schon eine Farbe davon, allerdings eine andere. Und ich finde die richtig angenehm auf den Lippen. Die sind so leicht gelartig und machen die Lippen auf jeden Fall ein bisschen voluminöser. Dann von Catrice ein Lipgloss. Und das erinnert mich total an eine Farbe, die ich von MAC habe. Und das ist jetzt 220 Be My Ballerina. Und ich finde die Farbe und der Name passen irgendwie total gut zusammen. Also es ist einfach nur so ein peachy, rosa, nude, was Helles halt. Dann ein Lip Pencil von Catrice in so einer dunklen Farbe. Oh, voll schön. Da sind auch so leichte Glitzerpartikel drin, irgendwie in so leicht Gold. Und dann noch etwas von Catrice. Das sind die Ultimate Stay Lippenstifte 030 Would You Love Me. Und die habe ich noch nie ausprobiert. Also ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ich habe in letzter Zeit nicht so häufig bei Catrice nach den neuen Sachen geschaut. Voll viele verschiedene Farben. Jetzt habe ich eine Menge wieder auszuprobieren. Als hätte ich nicht schon genug Lippenstifte. Dann ist hier etwas drin, das mir beinahe schon zerbrochen wäre. Und zwar eine super, super süße Teetasse. Ich könnte schwören, die kommt von... Ja, Nanunana, genau. Weil ich selbst mal so eine ganz ähnliche mit diesen Eulen verschenkt habe. Und Nie hat drauf geschrieben, damit du Tee noch mehr genießen kannst. Und in der Teetasse waren jetzt auch noch zwei Nagellacke drin. Einmal, absolut geile Farbe von Essie. 90, Dive Bar. Und die Farbe ist echt super interessant. Das ist so ein dunkles Duochrom wieder irgendwie. Also es ist jetzt ein Blau mit leichtem Lila-Stich und ein bisschen Türkis irgendwie. Also schon echt sehr, sehr interessant, wenn man sich den von Namen anschaut. Und die zweite Farbe kommt jetzt von Catrice. Und da hat Nie drauf geschrieben, bei diesem Nagellack musste ich einfach an dich denken. Und das ist wirklich so eine ganz, ganz typische Farbe, die ich jetzt schon liebe und bei der ich, ohne es aufzutragen, schon weiß, dass ich sie gerne tragen werde. Das ist 01 Fuchsia-Rama. Dann habe ich von Treacle Moon eine Bodylotion bekommen, One Ginger Morning. Und es steht drauf, du mochtest doch diesen Cola-Duft so gerne. Und das stimmt, das habe ich irgendwann aber schon vor langer Zeit in einem Video mal erwähnt, dass ich von dieser Serie den Geruch so gerne mag. Und dann hat irgendwer geschrieben, das ist doch Cola-Geruch. Und dann... ja, habe ich es auch gemerkt. Das ist Cola-Geruch. Das nächste, das ist so, so süß. Das ist ein Bilderrahmen mit einem Foto von uns beiden. Ich glaube, ich muss nur irgendwie das Foto gegen das hier am Ende noch austauschen, weil irgendwie sind nur unsere halben Gesichter drauf. Ich finde das so cool, weil seit man halt irgendwie diese ganzen Smartphones und so benutzt, druckt man, finde ich, viel weniger Fotos aus, als man so früher vielleicht noch gemacht hat oder als vielleicht unsere Eltern noch so früher gemacht haben. Und das ist irgendwie schade, weil man hat zwar die ganzen Fotos auf dem PC, aber wenn man sich das halt so in die Wohnung hängen möchte, dann weiß ich nicht, macht man das, glaube ich, nicht mehr so häufig wie früher. Dann etwas, wovon ich noch gar nicht erkenne, was es sein soll. Auf jeden Fall etwas Längliches. Bin gespannt auf deine Meinung von diesem Produkt. Bitte eine Review. Ah, dieser Illuminating Highlighter Pen. Ich glaube, der ist neu im Sortiment von Catrice. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Deswegen keine Ahnung, wie der so ist. Okay, das ist auf jeden Fall einer von diesen, die man so aufdrehen muss. Und dann wird der wohl highlighten. Der erinnert mich so ein bisschen an den Alverde flüssigen Highlighter, diesen Rose Tinted Highlighter. Also so auf der Hand sieht der auf jeden Fall super schön aus. Und ich habe das Gefühl, meine ganze Hand glitzert jetzt irgendwie total danach. Schokolade! Und da steht drauf, Glückwunsch zu über 200.000 Abonnenten, mein Schatz. Und da nochmal an der Stelle riesengroßes Dankeschön für euch. Wir sind gestern oder vorgestern irgendwie über 230.000 Abonnenten schon geworden. Und ich finde das einfach nur so krass. Ich weiß, es gibt YouTube-Kanäle, die sind noch viel, viel größer. Aber für mich ist das einfach trotzdem eine unvorstellbare Zahl irgendwie. Und ich werde erstmal ein bisschen Milka-Schokolade drauf essen. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und zwar habe ich hier noch zwei große Pakete voller Badezusätze. Nie, du hast total das Budget gesprengt, ey. Gesprengt. Und zwar steht hier jetzt drauf, weil du Baden so gerne magst, gleich zwei Badesachen. Einmal von Balea ein 4er Badekugeln-Set. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt von Balea. Aber die sehen richtig cool aus irgendwie.
so, alle sind ein bisschen verschieden und die sehen fast so aus wie von Hand gemacht, sind sie bestimmt nicht, aber sie sehen echt cool aus. Und von Kneipp auch noch so ein Set voller Mini-Badeöle und das ist richtig cool, das hatte ich auch irgendwann mal. Ist schon lange, lange her, aber ich mag Baden halt total gerne, das weiß Nie auch. Und ja, hier sind halt alle möglichen drin. Ich mag zum Beispiel Kuschelbad total gerne, glückliche Auszeit. Und dann das allerletzte, weil du Tee so gerne magst, das ist von Messmer jetzt die Geschmacksrichtung Apfel und Vanille. Und die hatte ich noch nie, glaube ich, aber die riecht so krass, so extrem. Einfach alle Sachen riechen danach. Und der wird jetzt erstmal gleich getrunken, während ich dieses Video schneide. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen tollen Sachen. Ich freue mich echt richtig drüber. Das war sogar besser als Weihnachten, glaube ich. Und ich lasse euch jetzt natürlich, natürlich den Link zu Nies Video einmal hier und einmal unten in der Infobox. Sie ist wirklich eine super, super liebe Person und eine mittlerweile so gute Freundin. Und ihr könnt einfach bei ihr vorbeischauen und mal gucken, was ich so für sie rausgesucht habe. Und ja, lasst mir sehr, sehr gerne ein Feedback unter diesem Video. Wünscht ihr euch vielleicht irgendwie mehr Tauschpakete? Weil mir hat das Ganze echt riesigen Spaß gemacht, wie ihr vielleicht irgendwie gemerkt habt. Das ist halt, wie gesagt, besser als Weihnachten. Und wer mag schon kein Weihnachten? Deswegen, ja. Wir sehen uns am Mittwoch oder Donnerstag wieder. Macht es gut, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Muah.